Und als Ausgleich werde ich jetzt hier das hier noch mit anbinden. Oh, hier ist alles voll. Okay. Fahr bloß oben lang. Oben lang. Gut. Da kommen wir noch den jetzt hier. Und hier unten den auch gleich noch mit. Das sind aber die hier. So, wirklich bloß 40 Tonnen? Ja, gab es da nicht irgendwas mit anhängen? Nö, na gut, okay. Bleibt dabei. So, und jetzt haben wir hier nämlich schon mal das Problem, dass hier alles ausgelastet ist und der Zug deshalb hier nicht einfahren kann. Eigentlich müsste man dann hier noch so ein Gleis hochbauen, dass der zur Not wenigstens hier vielleicht auf den Bahnhof fahren kann. Falls hier voll ist, hat er da oben noch die Ausweichmöglichkeit. Hat das untere Gleis die Möglichkeit, auf vier Bahnhöfe zu fahren. Guck mal, jetzt muss er nämlich auch warten. Ah, ne, gut, der fährt gerade raus. Warum die alle unten reinfahren? Eigentlich müsste man dann mal so einen Load Balancer bauen, der das gleichmäßig verteilt. Das würde sicherlich irgendwie funktionieren. Hier sind drei Stahlwalzwerke nebeneinander. Gut, die Kreuzung hier, die ist auch ein bisschen. Müsste man eigentlich auch mal umbauen. Die Hauptrichtung wird dann praktisch, ist ja eigentlich durch das ganze Öl jetzt festgelegt, dass die hier im Prinzip hier lang fahren. Ja gut, solange sich das jetzt hier noch nicht staut, ist es ja in Ordnung. Wie sieht es hier aus? Hier geht es auch, aber ich denke, hier werden wir wahrscheinlich eher mal was machen müssen. Gut, ich könnte auch einfach zur Entlastung. Könnte ich auch einfach den hier machen. Fahren die schon mal hier geradeaus durch und müssen nicht hier irgendwie. Na gut, durch das Fahrtsignal ist es ja eh festgelegt, aber. Könnte man nämlich den Ast abreißen. Na gut, die können jetzt immer noch hier rumfahren. Aber das kann man ja umgehen, indem man einfach. Durchbohrt.
Und dass er dann noch so hier macht. Dann kann ich das hier auch wegmachen. Und dann hätte man nur noch... erstmal eine Konfliktrichtung hier eingespart. So. Katani Wald schließt, das ist nicht uns, das eine Ölbauinsel schließt, das ist auch nicht uns. Man kann natürlich jetzt noch von den Ölbauinseln die Passagiere wegtransportieren, aber ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen auch übertrieben, dann das zu machen. Deshalb lassen wir es erstmal so. Vielleicht, wenn die Mine dann doch mal hier weggeht, dann kann man das vielleicht noch mal ein bisschen anders bauen, aber so ist erstmal, haben wir eigentlich hier so eine Schleife reingebaut. Ach so, das war wahrscheinlich, weil irgendwelche Züge sich dann sonst verfahren und das hier nicht anders ging. Könnte auch einfach hier planen und dann geradeaus durchbauen. Einen Tunnel hätte ich eigentlich schon gern erhalten. Geradeaus durchbauen, wenn halt ja nicht diese Kante nicht wäre. 6 Millionen Liter Öl warten hier schon. Also hauen wir noch mal ein paar Züge raus. Wie sieht's hier aus? 4 Millionen Liter. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich dort oben den Bahnhof hier, der wird wahrscheinlich ziemlich schnell wegen Überfüllung geschlossen sein. Also da denke ich mal, müssen wir wahrscheinlich schnell mal dann rumbauen. Und was wir auch noch machen wollten, ist dann irgendwie hier noch Öl irgendwo hinzubringen, nach hier vielleicht. Was ja Massen an Ölbohrinseln ist, das ist Quatsch, an Dings ist, das ist auch der Wahnsinn. Und ja, ein Shinkansen, der kommt dann noch, bloß keine Angst. Also richtig jetzt irgendwie Geld, Einnahmen machen wir jetzt nicht, ne? Das ist immer so plus ein bisschen minus, weil wir so viele neue Fahrzeuge holen. Zugbetriebskosten natürlich auch eine Katastrophe, 400 Millionen sind das mittlerweile schon. Vielleicht muss ich dann nochmal irgendwie ein Flugzeug bauen, was nochmal ein bisschen extra Cash reinbringt. Wie ist denn eigentlich gerade eh die Situation bei den Flughäfen? Hier kann man doch bestimmt noch irgendwelche Flugzeuge raushauen. Carla Cox International. Nach Kauai West hätten wir. Kawasaki Flughafen. Dann machen wir mal jeweils in eine Richtung noch mal was. Hier haben wir noch Yamagata Flughafen. Achso, das ist hier so ein Scala Cox. Ach, das ist bloß ein kurzer, ne? Weil es ja bloß nur so eine kurze Strecke ist, oder? War das nicht so? Wo ist denn... Oh, nee. Hä, jetzt bin ich wieder mal verwirrt hier.
Ja, doch, weil das eine relativ kurze Strecke ist. Ist aber auch viel beim Gedenkheliport los. Das Ding macht Minus. Krass. Obwohl das Ding immer voll ist, macht's Minus. Das geht in das Postding rein. 300 Postsäcke, da würde sich fast schon nochmal ein neuer lohnen, der hier lang fliegt. Und 2500 Postsäcke. Dann gibt's doch mal ein neues. Achso, warte mal, das ist natürlich die Frage nach der Reichweite, ne? Oh. Na gut, da reicht das mal das eine Flugzeug. Der Landeplatz hier. Der Gedenkheliport. Dann gibt es noch mal Zui-Landeplatz, da ist auch einiges los. Ich frage mich, ob die das schaffen würden mit dem Helikopter zu einem großen Flughafen. 60 Felder, ne? Wahrscheinlich nicht, ja? Das ist wahrscheinlich schon richtig eng auf... Ne, außer Reichweite. Da auch. Ach, schade. Dann irgendwelche Zwischenstationen zu bauen, das brauche ich dann glaube ich auch nicht. Ja, die Stadt hier, die ist auch irgendwie ein bisschen... Ich finde mich hervorragend. Okay. Wir bauen den einfach mal... Und noch eine innerstädtische Buslinie, die so ein bisschen zu dem Bahnhof fährt. Damit ich im Prinzip vom Heliport zum... Bahnhof komme. Achso, Moment. LKW-Landeplatz. Nee, das ist natürlich doof. Das wollte ich nicht. Fahren.